Hey, Schorsch, Leute, willkommen zu dem neuen Schorsch zum Sonntag. Heute an diesem, ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, bei uns scheint die Sonne, aber es stürmt wie Sau seit Tagen. Und ja, was ist los und wieso und weshalb, ja, ich habe mir gedacht, machen wir heute mal, ich habe tatsächlich mal wieder ein bisschen was zu erzählen, nämlich Thema 1, mein 3DS. Das, was eingetreten ist, habe ich mir tatsächlich schon fast gedacht. Meine Capture Card ist defekt. Und ja, so viel zum Thema Gratis-Reparatur. Ja, wenn offenbar das nicht mehr vorhanden ist, dann gilt das offenbar nicht und man hat auf einmal 250 Euro zu zahlen. Ja, da ich diese 250 Euro leider nicht mal so eben für sowas habe, leider, obwohl ich es gern hätte, ich hätte das Ding gerne wieder funktionierend, musste ich leider erstmal sagen, gut, dann habe ich jetzt einen kaputten, eine kaputte Capture Card für mein 3DS. Das ist jetzt halt immer so und jetzt bin ich gerade am gucken, ob ich mir da noch was anderes, ob ich die Safe Games wenigstens retten kann, sodass wir Spirit Caller zumindest auf jeden Fall weitermachen können. Pokémon Sonne ist dann wieder was anderes. Da bräuchte man nochmal einen ganz speziellen Emulator für und das wird dann auch nochmal ziemlich tricky. Deswegen muss ich da gucken, ob das überhaupt irgendwie machbar ist. Von daher, ja, es ist nun mal wie es ist, ne, und auch wenn man jetzt sagen könnte, natürlich, wir haben dank diesen wunderbaren Leuten hier, ne, dank denen da, ne, euch vielen Dank für euren wirklich ongoing Support, auf jeden Fall, aber 250 Euro für nur eine Capture Card, für etwas, wo ich zwei Projekte aktuell habe, wo ich tatsächlich weiterführen würde, drei, wenn ich jetzt eins dazu zählen möchte, was ich tatsächlich machen wollen würde, was ich aber auch genauso gut auf dem Emulator machen kann, was genauso wenig jemanden interessiert. Von daher, es gibt eigentlich nicht mehr so viele 3DS-Spiele, wo ich tatsächlich eine Capture Card brauche. Von daher wäre es jetzt zwar schade um die aktuellen Projekte, die darauf liefen, aber es wäre mir jetzt nicht wert, so viel Geld dafür auszugeben. Deswegen bin ich aktuell auf der Suche nach Alternativen und werde aktuell mal schauen, weil der normale DS-Emulator, der funktioniert ja. Damit können wir ja auch noch jede Menge Zeug machen, so ist es ja nicht. Und da können wir genauso gut mitarbeiten. Dann, wir hatten gestern unseren 12-Stunden-Stream. Ich weiß, ich hänge immer noch, was das angeht, ein bisschen hinterher und gestern war das mehr so ein themaloses Rumgejatze. Aber es war trotzdem ein schöner Stream und waren auch viele Leute dabei. Und ja, ich werde jetzt zusehen, weil dieses Wochenende, was jetzt kommt, please don't quote me on this, ich kriege aktuell auch noch keine Information rein, was genau los ist. Ja, genau, jetzt dieses Wochenende, was jetzt kommen soll, ist dieses Overwatch-Turnier von Orbital Gaming, was ich ja casten soll. Deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich mich im Laufe der Woche ein bisschen darauf vorbereiten, sofern ich jetzt tatsächlich mal Infos darüber bekomme, was für Teams, wie viele, ob sich überhaupt welche gemeldet haben und wenn ich das streichen kann, ob ich mir dann tatsächlich was anderes ausdenken kann aus meinem Terminkalender. Es ist nämlich das, weil jetzt die letzten März-Wochenenden, die jetzt kommen, das sind ja nur noch zwei, basically. Nächstes Wochenende, was jetzt kommt, wäre halt dieses Turnier, was ich casten soll. Und darauf die Woche bin ich gar nicht da. Deswegen, ja, da ist so eine Sache. Da ist, ja, da habe ich zu tun, da bin ich weg, da ist gar nicht. Deswegen, und dann ist schon April. Ist schon 1. April, also haha, witzig, haha. 1. April ist, glaube ich, dieses Mal Sonntag. Und wenn ich da mit der Bahn fahren muss, kann ich kaum schon die ganzen Scherzkekse erwarten, die in der Bahn, der Zug fällt aus, April. Ja, genau. Aber jetzt schon keinen Bock drauf. Auf jeden Fall, das ist das. Was Streams angeht, werde ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen, sofern ich da mal Infos bekomme. Ich warte da immer noch drauf, deswegen, ja, werde ich mich ein bisschen darauf einprobieren. Und wenn nicht, dann müssen wir mal gucken. Ich muss ja immer noch meine Ranks machen, ne? Leni ist da schon ganz hyped drauf. Hohl, Vivi und ich sind total eingestaubt. Ich meine, ich hab's Platin geschafft, but still. What's the matter, you? Ne? Wir sind alle ein bisschen eingestaubt, aber ich glaube, mit ein bisschen Jack dürfte ich vielleicht sogar wieder merken, wie Infinite und Eternal ich doch bin. Und dann fange ich wieder an, Leute auszulutschen und dann sorge ich dafür, dass Leute gut riechen und all so ein Gejatze. Denn Pokémon Rot
Nachfolger, ich glaube, ich gehe jetzt einfach meine Liste straight up, es sei denn, da ist irgendwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Von daher sollte das eigentlich unser geringstes Problem sein, was das angeht. Und 12 Stunden Stream das nächste Mal wieder. Versprochen, ich mache wieder ein festes Thema, weil dann haben wir tatsächlich was, wo ich auch vorbereiten kann. Dieses war jetzt natürlich auch sehr kurzfristig leider, muss ich leider sagen. Ich habe auch nicht so viel Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Aber das nächste Mal wird das wieder versprochen, das kriegen wir hin. Und ja, ich denke mal, das war's schon. Ich werde mir heute wahrscheinlich mal ein bisschen streamfrei gönnen, weil ja, gestern 12 Stunden und so. Und dann ab morgen oder Dienstag, kann ich noch nicht sagen, weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken, geht es dann weiter mit dem üblichen Programm. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schönere neue Woche und stand proud. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.